Okay. So. So. Wen haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir den Asimon. Jetzt bin ich mal gespannt. Der Asimon spielt D4. Vielleicht können wir jetzt hier mal ein Wolga-Gambit ansetzen. Eine Wolga-Gambit-Partie spielen. In der Sparta-Arena von The Big Creek. Und er spielt den. Jetzt spielen wir. Komm, spielen wir klassisches Schach. Spielen wir mal D5. Ja, D5 kann man immer spielen. Das ist klassisches Schach. Okay, jetzt macht er C4. Spielen wir mal die Slaven. Also da ging es quasi, ich weiß nicht, ob ich es auch mal gesehen habe, schreibt mal in die Kommentare. Es ging in die Hosen gegen Chessborn in der Real Chess League. Ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. Mit halbslawisch spiele ich mal E6. Das ist die halbslawische Variante. Läufer G5. Wieder, wir haben das Botvinnik-System. Das wird richtig, richtig spannend. Das ist Botvinnik-Variante. Mit E4, genau. Und jetzt mache ich B5. Das ist eins, also tatsächlich eine der schärfsten Eröffnungen, die es überhaupt gibt, also die Botvinnik-Variante, wo eine sehr, sehr scharfe Stellung entsteht. Sehr, sehr scharfes Ding, ja. G5. Es gibt einmal Springerschlag G5, diese Variante. Und es gibt die Variante wie Chessborn, das gespielt. Okay, er spielt Springer G5. Das ist fast sogar schon die bessere Variante, die er hier spielt. Jetzt machen wir den, oder? Springer D7. Spielen wir Springer D7. Läufer B7. Ich meine, dass das ganze Ding so geht. Wie ging das nochmal? Erstmal Langruch, erstmal Dame B6 oder erst C5? Jetzt macht er H4, okay. Oder machen wir jetzt Läufer H6? Läufer H6 sieht auch interessant aus, eigentlich, gell? Dame B6 sieht auch interessant aus. Sind so viele interessante Züge eigentlich in der Stellung. Mach mal Dame B6. Ich mir selber ist gar nicht sicher, wie man hier spielt. Beide Züge machen Sinn. Läufer H6 ist auch interessant. Läufer H6 direkt zu spielen. Ist auch sehr konkreter Zug. Aber ich möchte jetzt direkt hier lang rochieren. Und über die lange Rochade Druck hier ausüben. Auf die gegnerische Dame und auf diesen gegnerischen D4-Bauern. Also ihr merkt auch schon von der Struktur her, es ist sehr, sehr double-edged, so zweischneidig, diese Stellung. Das ist nicht so schwach in Nerven, glaube ich, diese Botvinnik-Variante. Okay. Jetzt macht der Springer E4 und möchte jetzt hier reinhopsen mit seinem Springer. Das möchte er gerne. Das kann ich aber doch lange rochieren, oder? Oder nicht? Lange Rochade sieht doch logisch aus, oder? Ich rochiere jetzt mal lang. Die Frage, was nach A4 passiert, gell? Ob er dann mit dem Turm reinkommt. Das ist natürlich auch so eine Frage. Aber ich glaube, dass C5 ein interessanter Zug sein kann hier. Ein richtig interessanter Zug. So ein Befreiungsschlag für den Läufer, für den Läufer, für den Turm, für alles eigentlich so ein bisschen. Kann ich jetzt C5 machen? Das ist die Frage. Oder macht man jetzt sogar Schach? Schwierig. Schwierige. Ich mache jetzt mal C5 und sage einfach, okay, ich stehe jetzt sehr aktiv. Das ist jetzt so meine Begründung. Also das ist so meine, das ist jetzt das, so das Fundament, auf dem jetzt hier dieser Zug von mir hier fußt. Lass mal schauen, ob ich damit richtig liege. Ich
Schauen wir mal, ob wir damit richtig liegen. Was also ein kritischer Zug ist hier in der Stellung, ist der Zug A5. Ob jetzt einfach meiner Dame erstmal so einen Kick hier verpasst. Über A5. Und dann, danach Dame C7, vielleicht sogar A6 nachschießen, dann Läufer A8, wie das dann steht. Aber ich glaube, es ist okay für mich, oder? Es sollte okay sein. Was macht er jetzt? C5. Er investiert jetzt sehr viel Bedenkzeit. Also es ist wirklich ein sehr hohes Zeitinvestment, das sich erfährt. Wo ist ein Springer ist angegriffen? Also er denkt es halt auch, okay, sein Springer ist angegriffen. Was tun? Genau das denkt er. Das Problem ist, wenn er jetzt halt den Springer wegzieht, dann habe ich halt ein Bombenzentrum. Das ist halt bombig dann, ja. Das ist wahrscheinlich eine sehr gute Stellung direkt. Oder was heißt wahrscheinlich sicher eine sehr gute Stellung? Sicher ist es sehr gut, ja. Okay. Jetzt macht er den, es geht dann in die Diagonale, in diese Fessel rein, das ist auch nicht gerade gesund, oder? Er geht da jetzt einfach in die Fessel rein. Das können wir jetzt einfach rausnehmen auf D4, oder? Den Läufer hier frei machen, Läufer B4 dann auch drohen vielleicht. Komm, machen wir das. Spielen wir diesen Zug hier. Und das Schöne ist, jetzt können wir Läufer B4 vielleicht spielen. Und Springer C5 ist auch in der Luft. Springer C5 ist natürlich auch ein schöner Zug. Einfach so auf die Fessel nochmal zu drücken. Das ist auch ein sehr hübscher Zug. Ist die Frage, Läufer B5 sieht ja schon bombenstark aus, oder? Läufer B4 sieht schon gut aus. Also Läufer B4 ist ein Kandidatenzug, das ist einfach klar, dass das ein Kandidat ist. Springer E5 ist auch ein Kandidat. Springer E5 ist auch, ist ganz sicher auch ein Kandidat, ja. Das ist safe, ja. Springer C5, was ist... Springer C5 gewinnt eine Figur, oder? Aber halt, Läufer C4 ist halt drin. Das ist halt sehr dirty. Das ist dirty. Also das ist... Okay, Läufer B4 könnte einen Schönheitspreis gewinnen. Läufer B4 ist ein schöner... Das muss schön sein. Aber es... Okay, Läufer B4. Läufer B4 und dann Springer C5. Das ist natürlich auch eine Variante. Springer C5, Läufer C4. Läufer E4 Schach. Das ist schon gut. Das ist trotzdem natürlich eine gute Stellung, oder? Komm, Schach. Figuren entwickeln, Türme verbinden. Läufer B4 sieht gut aus, aktiv. Er kann nicht mit Springer zurück, weil die Dame hängt. Er muss wahrscheinlich, wenn er mit dem Läufer zurückgeht, dann könnte ich zum Beispiel überlegen, zu nehmen. Genau, zu nehmen.
Man muss aber den König nehmen. Ob das so gesund ist, ist natürlich auch die Frage. Da mit dem König zu nehmen. Andere Variante wäre zum Beispiel der hier, aber das sieht sehr gefährlich aus, aus meiner Sicht. König D1 sieht sehr, sehr, sehr gefährlich aus. Okay, mach den. Den muss ich nehmen, oder? Nehmen wir den mal raus. Dann nehmen wir den jetzt mit dem König. C3. Ihr merkt, das ist die Botwinnik-Variante. Jetzt könnte ich, Opfer spielen hier. Mit C3. Ja, C3 natürlich. Wow. Das ist natürlich sharp. Razor sharp Chess ist das. Das ist razor sharp. Andere Variante ist zum Beispiel den hier einfach nehmen. Das ist auch eine interessante Variante. Den einfach rausklatschen. Springer F5 ist auch noch spannend. Springer C5 ist wahrscheinlich der interessanteste Zug hier. Aber es ist halt dort, es ist nicht kristallklar, die Stellung. Es ist nicht kristallklar, es ist immer noch so ein bisschen Unsicherheitsfaktoren drin. Aus meiner Sicht, okay. Aber ich mache den Zug jetzt. Ich gehe einfach jetzt zweimal drauf. Und es ist schwierig für ihn natürlich. Ja, es ist schwierig. Also es ist ziemlich sicher gewonnen für mich. Aber wie gesagt, es ist immer noch chaotisch, die Stellung. Es ist immer noch sehr riskant. So, dann müssen wir jetzt auch ein Schlückchen nochmal trinken. So, was macht er jetzt? Läufer schlägt, dann mache ich Springer schlägt, hätte ich gesagt, oder? Springer schlägt. Oder Läufer schlägt, beides ist möglich. Beide Züge sind möglich. Vielleicht sogar Läufer schlägt. Läufer schlägt und dann Läufer D5. Und dann auf diese Gabelmotive gehen. Mit Springer B3. Das könnte auch gut sein. Asimon, was machst du? Was machst du jetzt hier in der Stellung? Okay, er nimmt jetzt hier raus. Jetzt mach mal. Ich schlag mal tatsächlich mal so raus, oder? Aber das Schach ist natürlich auch verlockend, mit Schach hier so rauszuschlagen, gell? Wir müssen jetzt hier auf Matt spielen, das ist wichtig. Wir müssen hier Schachmatt spielen. Das ist, glaube ich, relativ klar. Was ich halt sehr das Problem ist, weil wenn ich jetzt hier einen Läufer nehme, dann kann er Dame A3 machen. Dann ist halt ziemlich schnell gar nicht mehr so easy. Auch wenn ich jetzt eine Figur mehr habe, da hat sehr viele Bauern. Springer nimmt, komm. Springer nimmt, Material halten. Wichtig, Material halten, so viel wie möglich. D3, Kandidatenzug. D3 kann richtig spannend sein hier.
Mach mal die 3, komm. Was ist interessant ist, wenn er es mit dem Läufer nimmt, kann ich den Turm rausnehmen. Dann nimmt er mit der Dame. Dann schlage ich mit der Dame auf F2. Dann muss der König auf die D-Linie, dann kommt der Turm nach D8 und er verliert die Dame. Deswegen ist es jetzt gar nicht so easy für ihn. Und wenn er den jetzt halt nicht rausnehmen kann, drohe ich halt immer so D2-Ideen. Und der Bauer da hinten wird auch ziemlich unangenehm. Oder ich kann auch die schachpandasche Damenzentralisierung anstreben mit Dame D4. Das könnte auch ein spannender Zug sein. Okay, jetzt geht es aber, oder? Das ist Taktik. Jetzt kurz Video anhalten und es selber durchrechnen. Wirklich wichtig. Müsst ihr mir versprechen. Ihr haltet jetzt kurz das Video an und rechnet diese Variante selbstständig durch. Okay. Wirklich anhalten. Okay. Jetzt führe ich aus. Okay, Turm schlägt D3. Er muss nehmen, dann nehme ich hier. Oh, er hat Zwischenschach, okay. Wow, das muss natürlich auch rechnen, gell? Das kann ich aber einfach. Den kann ich das machen? Nee, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ich muss hier hin, oder? Oh, das Zwischenschach war gut von ihm. Das kann ich. Jetzt habe ich gar kein. Jetzt habe ich das gar nicht mehr, gell? Dieses Turm. Nach D8 am Schluss. Oh oh. Jetzt habe ich gar keinen Turm nach D8. Ich stehe trotzdem noch gut, aber nicht mehr so gut. Das kann ich so rausschlagen halt, oder? Habe ich mich da verrechnet? Das müssen wir auch nochmal anschauen. Ich dachte verrechnet, das sah so gut aus. Mhm. Immer noch gute Stellung, aber jetzt ist es nicht mehr so gut. Jetzt ist nicht mehr so gut wie vorhin. Jetzt kommt. Hab ich es jetzt voll vergeigt oder was? Dame G3 Schach. Was ist da. Was mache ich? Was mache ich hier für Sachen? Was mache ich hier für Sachen? Ich sagt's mir, was mache ich da für Sachen? Jetzt stehe ich auf Verlust, vor allem mal. So eine tolle Stellung, so einen tollen Bad Winnig. So einen tollen Bot wenig gehabt, hey. Jetzt müssen wir jetzt hier kämpfen mit einer Qualität weniger auf einmal. Das ist Doppeleinsteller. Doppeleinsteller, das ist echt Hanebüchen. Puh, das war keine runde Partie. Jetzt müssen wir schauen, jetzt müssen wir Schadensbegrenzung betreiben, so ein bisschen. Kann ich jetzt den machen, aber das ist nicht gut, den zu machen, oder? Ich muss jetzt fast schon den machen, oder? Mach mal den schnell. Dass auch gar nicht so lange überlegen kann hier. Ist immer noch unklar, aber es steht wahrscheinlich auf Gewinn. Sein Turm ist noch nichts. Turm H3. Oh oh, Turm H3 ist eine Bombe. Wenn er den sieht. Wenn er den sieht, ist Zappenduster. Dann ist Zappenduster hier. Okay, er hat ihn gesehen. Meine Güte. Was ist hier los? Was ist hier los? Was machen die Leute hier mit mir? Okay. Machen wir erstmal Turm G8. Das Problem ist halt, wäre halt cool. Also Turm G3 bringt Dame E5 Schach trotzdem nichts, weil er einfach wieder dazwischen zieht. Oder?
Wobei, dann komme ich bei der Fahrt 2 rein, gell? So, jetzt müssen wir uns zusammenreißen. Also die Stellung ist immer noch schwierig, also ist taktisch scharf. Er ist schon nicht ganz harmonisiert, seine Schwerfiguren, seine Türme sind noch nicht voll harmonisch. Okay, jetzt ist sein Turm sogar passiv. Jetzt ist er sogar passiv ein bisschen. Kann ich das nutzen? Eigentlich sollte man das schon nutzen können, oder? Spielen wir auf den, Turm D2. Okay, hat er gut gesehen. Spielen wir auf den. Er hat nur noch eine Minute, er muss jetzt auch mit der Bedenkzeit ein bisschen aufpassen, da hier. Okay, das sind aber leichte Züge halt, gell? Sind halt leichte Züge. Leicht zu sehende Züge. Machen wir Schach. Nehmen wir raus. Sehr spannende Stellung. Sehr, sehr spannende Stellung. Guckt er mal zu, oder gucken sogar welche zu. Okay. Grüße an Peter. Peter CBBO. Okay, jetzt habe ich gerade gesehen. Jesus Maria. Jesus Maria. Soll ich jetzt hier dieses Matt da hinten? Nee, das ist nichts. Ich muss auch mal gucken, wie ich das jetzt hier. Machen wir nochmal den. Turm gedeckt halten, wichtig. Jetzt macht er sowas. Geht das hier? Das sieht komisch aus, aber es geht, oder? Die Idee ist es, hier einfach mal Schach zu geben. Aber was bringt das mir, das Schach? Das ist auch die Frage, gell? Was bringt mir das ganze Schach? Okay, es geht aus der Fessel raus. Das ist auch weise. Jetzt habe ich aber Dame D6 Schach, oder? Jetzt wird es gefährlich. Jetzt wird es sehr gefährlich. Dame D6 Schach, Schachpanda, Dame zentral. Ich habe immer noch nichts Klares hier. Da sehe ich noch nichts Glasklares. Schach. Schach. Und ich habe einen Abzug. Schön. Meine Güte, das war noch taktisch echt spannend. Das war richtig spannend. Richtiger Cliffhanger. Das war noch spannend, hey. Aber immer, es ist immer noch nicht gewonnen. Es ist immer noch nicht rum. Aber es sieht sehr gefährlich, sehr, sehr kritisch jetzt aus für ihn. Die Dame ist halt sehr stark. Die greift jetzt alles an.
Okay, jetzt ist der Turm natürlich auch split. Gesplittet. Machen wir so. Versuche es den Bauern mal weiter vorzubringen. Okay, nur noch 30 Sekunden hat er. Hat auch nicht mehr so viel Zeit. Es muss den Turm doch irgendwie gewinnen. Der Turm ist doch weg, muss doch weg sein. Der Turm muss doch irgendwie weg sein. Jetzt haben wir noch den Bauern. Der Turm muss doch irgendwie weg sein. Das haben wir noch mit dem Schachpanda trainiert mal. Komm, schnell mit den Bauern. Was der hast, hast du. Das ist ein bisschen nach dem Motto. Okay, gut, jetzt gehen wir rein. Gehen wir rein ins Geschehen. Und ziehen den Bauern vor. Jetzt darf aber nicht Patt setzen. Das ist sehr, sehr pattverdächtig, das ganze Ding schon. Ich spüre jetzt hier schon diese Patt-Probleme. Diese Patt-Probleme in der Stellung. König. König muss kommen. So, König. Patt, patt, patt. Also patt ist die Gefahr hier. Vor, Bauer. König. Dame. Es hat echt lang gedauert, die Partie, aber es war eine richtig spannende Partie jetzt auch noch. Gepatzt. Da war alles drin eigentlich. Es war ein richtiger Frenner. Schreibt mal unter die Partie. Ist es euch auch mal passiert? Ihr habt eine richtig glatt gewonnene Stellung gehabt. Dann habt ihr es nochmal vergeigt. Nochmal vergeigt. Also mehrere Patzer drin. Und dann kommt ihr doch nochmal zurück. Und macht den vollen Punkt. Okay.